Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ein bisschen kurioses Video, weil der Inhalt des heutigen Videos soll sein, das Verwerten der menschlichen Exkremente, also das heißt Urin, aber auch Kot. Hier diese Vogelmiere, dieses Feld wird schon seit längerer Zeit Urin 1 zu 10 gedüngt und hat sich fantastisch entwickelt. Die Meerschweinchen freuen sich sehr. Und ich habe natürlich seit April vorigen Jahres kein WC mehr benutzt, brauche ich nicht mehr, wozu auch, weil was bei uns rauskommt, ist kostbarster Dünger, wirklich hochwertigster Dünger. Bei Urin halten die Blühpflanzen circa, Wochen länger und die normalen Pflanzen werden ungefähr 3 bis 4 Mal größer. So, ich tue mir den Sprinkbrunnen hier ausschalten. Hier ist sozusagen, das habe ich euch kurz vorbereitet, das da ist von gestern. Ja? Also, was ich gestern sozusagen produziert habe. Und hier haben wir 2 Tonnen. Das da ist von vorgestern. Ja? Also wenn ihr schaut, ich halte das mal so. Ja? Das ist von vorgestern. Geruchsfrei, es staubt halt, weil ich es schön trockne, nicht zu erkennen. Das hier ist noch versetzt mit vielen Bio-Miststückchen. Das ist schon gesiebt, also das ist ganz, ganz fein. Geruchsfrei, ziemlich trocken, nichts. Wie schaffe ich es, dass es trocken wird? Ganz einfach. Wir nehmen hier die aktuelle Sitzung, ja, die kommt hier hinein. In ein Plastikschüssel, ganz wichtig, Zeitungen darunter. Die Zeitungen werden jeden Tag getrocknet. So, jetzt kommt hier der Deckel drauf und nach 2-3 Stunden ist innen alles waschelnass und der Inhalt ist, würde ich sagen, zu 60-70% trocken. Dann wird es nochmal hier auf so Tassen in die Sonne oder im Wind gestellt. Dann wird es hier in den Bottich durchgesiebt und dann kommt eben, Kompost raus oder Nährstoffe, keine Ahnung. Ja. Und was eben beim Sieb übrig bleibt, das sind hauptsächlich Holzstückchen und so Kohlestückchen, weil ich haue auch die anderen Aschenabfälle rein und das kommt dann hier in den normalen Biomist und wird noch einmal fermentiert. Fertig, das war's. Okay, warum sage ich euch das? Es kann sein, dass man in gewissen Zeiten vielleicht einmal in nicht allzu ferner Zukunft die Wohnung oder das Haus nicht verlassen wird können und mit so einer Plastikbox kann ich alles dehydrieren und in dem Moment, wo das Zeug trocken ist, ja, ist es geruchsfrei. Ich verwende schon seit 3 oder 4 Monaten, das kann man am Datum erkennen, dieselben Zeitungen, ja, 8. Dezember 2020. Die Zeitungen sind auch vollkommen geruchsfrei. Sie nehmen einfach hier die Feuchtigkeit ab. Ein Großteil der Feuchtigkeit geht nach unten, wusste ich auch nicht. Und natürlich ein Teil setzt sich oben ab. Dann nehme ich den Deckel, wende ihn, dass der feuchte Teil oben ist und der trockene Teil wieder nach unten zeigt. Gut, das war's. Mit dieser einfachen Technik ist man eigentlich auch für sehr ungustiöse und für sehr, sehr schwierige Zeiten, die auf uns zukommen könnten. Ich möchte nicht Angst oder Panik machen, aber ich sage nur, wenn man es im Hinterkopf weiß, ist es kein Föller. Gut, das war's. Ende.